Mein Name ist Markus Zimmermann und ich habe am Institut für Neurowissenschaften und Medizin 4, Physik der medizinischen Bildgebung, promoviert. In meiner Promotion habe ich mich mit dem Thema der quantitativen Magnetresonanztomographie beschäftigt. Das ist eine neuartige medizinische Bildgebungsmethode, die im Vergleich zur klassischen MRT dabei helfen kann, Krankheiten früher und präziser zu erkennen. Der Fokus meiner Dissertation lag auf der Entwicklung von neuen Methoden zur schnellen Erfassung und genauen Bestimmung von quantitativen MRT-Daten. Dazu habe ich insbesondere neue mathematische Modelle zur Bildrekonstruktion entwickelt und auch neue schnelle Datenaufnahmeverfahren erforscht. Die quantitative MRT wird bisher klinisch kaum eingesetzt, da sie sehr zeitaufwendig ist. Das heißt, dass die Patienten sehr lange im Scanner liegen müssen. Ich hoffe, dass meine Forschung einen Beitrag dazu leistet, dass diese Technik ihren Weg in den klinischen Alltag findet. Das Forschungszentrum Jülich ist eines der größten europäischen interdisziplinären Forschungseinrichtungen und insbesondere das Institut für Neurowissenschaften und Medizin 4 ist fachlich sehr breit aufgestellt. Meine Kollegen sind zum Beispiel Physiker, Biologen, Ingenieure, Informatiker, Mediziner oder auch Psychologen. Und die Arbeit in einem so interdisziplinären Umfeld ist natürlich sehr anregend und auch sehr spannend. Unser Institut ist aber darüber hinaus auch technisch herausragend aufgestellt. Wir verfügen allein über 3 Magnetresonanztomographen, darunter 2 3-Tesla-MRT-Scanner und 1 7-Tesla-MRT-Ultrahochfeldscanner, an dem wir forschen können. Der Preis ist eine große Ehre und natürlich freue ich mich sehr darüber. Die Ehre gebührt jedoch selbstverständlich nicht mir alleine, sondern auch meinen Kollegen und vor allem meinem Doktorvater, Professor John Shah, ohne den diese Arbeit gar nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus ist der Exzellenzpreis aber auch eine Anerkennung für das Thema der quantitativen MRT, eine Technik, die in Zukunft helfen kann, Krankheiten früher zu erkennen und zu behandeln. Deswegen hoffe ich, dass dieses Thema durch den Exzellenzpreis auch in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erfährt. Ich arbeite zurzeit weiter am Institut für Neurowissenschaften und Medizin 4 als Postdoktorand und ich habe im letzten Jahr eine DFG-Förderung im Rahmen der Nachwuchsakademie für Medizintechnik erhalten, um meine Forschung im Bereich der quantitativen MRT fortzusetzen. Dabei wollen wir eine neue Methode entwickeln, die die Techniken aus meiner Promotion kombiniert, um eine schnelle und einfach einzusetzende Sequenz bereitzustellen, die im klinischen Alltag verwendet werden kann, um quantitative MRT-Daten zu erheben.